Er begegnet uns auf Reisen, auf Messen und manchmal auf der Straße. Der knuffige Camper zieht Blicke auf sich und trotzdem wissen viele nicht, worum es sich dabei eigentlich handelt. Wir haben ihn uns mal näher angesehen und stellen euch heute diesen speziellen Gesellen im Detail vor. Dieses Boot und dieses Auto haben einige Dinge gemeinsam. Sie sind ziemlich kastig. Beide gibt es in der gesamten ehemaligen Sowjetunion und beide haben auch den gleichen Namen, Buchanka. Das Fahrzeug hat ein Fünfganggetriebe, Allrad, Untersetzung und einen 112 PS Motor vom russischen Hersteller ZMZ. Der ist direkt hier drunter. Es ist ein Vierzylinder Benzinmotor, 2,7 Liter Hubraum, aber dennoch nur 112 PS, also nicht so ein hochgezüchteter Motor, sondern eher einer, der auf Standfestigkeit ausgelegt ist. Anbauteile sind von Bosch. Und angegeben ist er mit, naja, so 13,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer bei 90 km/h auf der Teerstraße. Im Gelände ist es wesentlich mehr. Da würde ich eher sagen, ja, so zwischen 20 und 30 Liter. Allrad und Untersetzung werden mit diesen doch eher rustikalen Hebeln geschaltet. Und sobald der Allrad eingelegt ist, sind Vorder- und Hinterachse dann auch gleich starr miteinander verbunden. Wem das noch nicht reicht, für den gibt es dann als Sonderausstattung noch eine elektronisch schaltbare Sperre für die Hinterachse. Aber dann kann er mit diesem Fahrzeug wohl kaum noch was aufhalten. Mittlerweile wird der UAS mit Servolenkung und sogar mit ABS geliefert. Vieles ist aber noch Handbetrieb. Der Fensterheber hier genauso wie die Verstellung der Lichter, die werden schlicht und einfach mit einem Seilzug ein wenig nach oben oder nach unten gezogen. An was man sich gewöhnen muss, das ist die Schaltung. Die ist recht hakelig, also mit Schnell- und Querschalten ist ja nicht viel, eher in die Neutralposition zurück und dann in Ruhe weiter. Also eine H-Schaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man Bodenwellen oder Löcher zu schnell nimmt, dann schaukelt sich die Karosserie sehr schnell auf. Die beiden Starrachsen und die Blattfedern, die merkt man sofort. Mit Fahrkomfort ist da nicht viel. Es ist auf Stabilität ausgelegt, sehr einfach gebaut und es mahnt zum Langsamfahren. Dann schauen wir uns die Kiste mal von außen an. Buchanka ist noch relativ rund geformt. Sie wird seit über 50 Jahren fast unverändert gebaut. Und naja, die Stoßstange, das ist wohl eher so ein bisschen ein Stößchen, Stängelchen. Da gibt es im Zubehörhandel Stabileres, wem das hier nicht reicht. Vorne haben wir zwei Scheibenwischer, wobei, wenn man bei Regen fährt, merkt man, dass die Scheibenwischer nur einen Teil der Scheibe freiwischen. Also das linke Blickfeld, das bleibt voller Regen. Dieses Fahrzeug sieht knuffig aus und tatsächlich erkennt die Kamera Buchanka auch als Gesicht mit den beiden Augen, dem großen Mund. Und hier vorne ist die Klappe, wenn es am Innen drin zu heiß wird, kann man die aufmachen, dann kriegt man ein bisschen Luft an die Füße. Was dieses Fahrzeug für abgelegene Regionen so geeignet macht, das sind die kompakten Abmaße, klein, kurz, wendig, nur 1,46 Meter Spurweite, steile Rampenwinkel, vorne 30 Grad, hinten 27 Grad. Und selbst mit der Standardbereifung ist unter den Differentialen 20,5 cm Platz.
Und was die Kiste so wendig macht, ist der kurze Radstand. 2,30 Meter von der Vorder- zur Hinterachse. Damit kommt die Kiste noch um die kleinste Ecke. Der OAS 452, wie die gesamte Baureihe heißt, oder dieser 9-Sitzer 2206, wird standardmäßig mit 2 Schlüsseln ausgeliefert. Einer für den Motor, einer für die Türen, dass man ihn in Sibirien bei der Kälte auch durchlaufen lassen kann und trotzdem absperrt. Die Tankdeckel für die beiden Tanks, einer links, einer rechts, die haben standardmäßig keinen Schlüssel dabei. Ansonsten auch alles eher einfach gehalten. Hier der Lufteinlass, ein Kippfenster, was bei der Hitze ganz gut ist, der Blinker. Einfach, funktioniert. Nach vorne oder nach hinten kann man den Beifahrersitz nicht verstellen, die Lehne schon, die Sitzfläche nicht. Dafür gibt es einen recht robusten Einsteigegriff und ich mit meinen 1,86 Meter sitze hier eigentlich ganz gut herin. Nach oben ist noch ein bisschen Luft. Beim Fahren, da schwebt der Fuß leicht in der Luft, da könnte man sich einen Schaumstoffkeil unter den Oberschenkel legen, dann schläft einem der Hintern nicht so leicht ein. Wenn man die Tür auf und zu macht, merkt man schon, mit Schalldämmung oder Akustikdesign hat man sich hier nicht viel Mühe gegeben. Und jetzt schauen wir mal rein. Stehhöhe hat es hier hinten mit dem Standarddach natürlich nicht. Das ist 1,30 hoch. 1,80 breit ist die Kabine und hinter den Fahrersitzen ist 2,70 Meter Platz für einen kleinen, aber gemütlichen Ausbau. Und ich denke, alleine zu zweit oder als kleine Familie hat man hier bestimmt genug Platz, um ein paar Wochen oder ein paar Monate damit unterwegs zu sein. Standardmäßig haben die Buchankas ein Metalldach. Einige Zubehörlieferanten, die liefern auch Glasfaserdächer. Damit wird es dann innen drin noch ein bisschen höher. Zwei Starrachsen, 4 quietschende Blattfedern und mit dem kurzen Radstand, da hüpft das Fahrzeug über die Bodenwellen wie so ein wild gewordener Springbock. Standardmäßig wird das Fahrzeug mit 225 R16 ausgeliefert. Blattfedern, die bei der Fahrt quietschen. Man könnte denken, das Fahrzeug möchte mit einem sprechen. Und fast alles ist mit einfachen Kreuzschlitzschrauben befestigt. Hier die Halter, die Lichter und auch die ganze Verkleidung im Innenraum. Keine Plastikclips, die beim ersten Mal abbrechen, sondern schlicht und einfach Schrauben. Hier geht's rein, kleine Anhängerkupplung, die ist direkt am Rahmen befestigt, eignet sich auch zum Abschleppen. Die Kabine sitzt auf einem Leiterrahmen, der Leiterrahmen auf 2 Starrachsen. Und dass die Kabine sich leicht verzieht, das sieht man daran, momentan steht das Fahrzeug etwas verschränkt da. Und das sieht man hier an den beiden Heckflügeltüren. Die gehen jetzt schon richtig schwer auf. Zum Einsteigen gibt es 2 Trittstufen und für den Fahrgastraum ein paar Klappfenster. Manche Teile, die nicht gerade geschraubt sind, sind genietet und hier sieht man schon, das Fahrzeug hat gerade mal 14.000 Kilometer drauf und ja, die Nieten rosten schon. Also da darf man es nicht ganz so genau nehmen. Die Scharniere hingegen sind neuerdings mit so Plastikkappen verkleidet. Warum genau? Ja, vielleicht aus Verkehrssicherheitsgründen. Aber irgendwie passt das nicht so zum Fahrzeug. Natürlich hat so ein UAS 452 auch so seine Schwachpunkte. Jeglichen Komfort
sucht man wirklich vergebens. Das ist ein sehr preiswert gebautes Auto, die Schweißnähte weit jenseits der Perfektion. Dieses Fahrzeug hier hat gerade mal 15.000 Kilometer drauf. An den Nähten sieht man an der Kabine, ja, da fängt es schon an, so ein bisschen einzureißen und an vielen Ecken und Enden beginnt es zu rosten. Aber so ist sie halt, die Buchanka. Ein kleines, einfach gebautes, leicht zu reparierendes Fahrzeug für schlechte Straßen. Knautschzone gibt es keine. Die Füße vom Fahrer, die sind direkt hier dahinter. Also Auffahrunfall besser nicht. Ich träume hier hinten schon von der nächsten langen Reise, denn was die Buchankas ganz besonders interessant macht, das ist der Preis. In Deutschland gibt es die Fahrzeuge neu schon ab über knapp 20.000 Euro. Da bleibt dann vielleicht noch genügend Budget für einen längeren Trip. Mein persönliches Fazit nach 4 Wochen Reise mit der UAS Buchanka. Es ist ein Fahrzeug, das wirklich dafür gebaut ist, einfach querfeld einzufahren. Wir haben es ausprobiert. Die Buchanka ist durch eigentlich nichts zu stoppen. Die einzigen Male, wo wir Probleme hatten, da lag es am Grip. Wir hatten einfach zu viel Luft in den Reifen. Etwas Luft abgelassen und schon ging es weiter. Besonders geeignet ist das Fahrzeug sicher für Regionen, wo es seine Vorteile ausspielen kann. Klein, schmal, leicht, wendig. Wenn ich Lust habe, den kleinsten Bergpass zu entdecken, dort komme ich überall damit hin. Verzichten muss ich ganz sicher auf Komfort. Es klappert, es scheppert und früher oder später werde ich mal das ein oder andere Teil in der Hand haben. Und wenn es die Fensterkurbel ist, die abgefallen ist, wer länger mit dem Fahrzeug unterwegs ist, innerhalb der ehemaligen Sowjetunion, sicher kein Problem. Dort steht eine Buchanka in jedem Bergdorf. Auf anderen Kontinenten braucht man vielleicht ein gutes Netzwerk, um sich mal ein Teil hinterher schicken zu lassen. Oder man kennt sich so gut aus, dass man weiß, welche Teile man im Gepäck dabei haben sollte. Was ich sehr genossen habe, war ein Radwechseln. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Wir sind ja normalerweise mit einem 7,5 Tonner unterwegs. Im Vergleich dazu ist ein Radwechsel hier ein Kinderspiel. Alles in allem, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, 4 Wochen mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein.